Um die Sicherheit der Schifffahrt auf der österreichischen Donau zu gewährleisten, wurde im Rahmen eines EU-kofinanzierten Projekts Fairway Works ein zweites Verkehrssicherungssystem angeschafft. Dieses System besteht aus einem Schubschiff und einem Bojenleger. Diese Maßnahme steigert die Ausfallsicherheit der schwimmenden Geräte erheblich, die zur Reparatur von Schäden an den Fahrwassertonnen, umgangssprachlich Bojen, benötigt werden. Dadurch wird ein sicherer Verkehr auf der Donau gewährleistet. Ahoi, meine Landratten! Ich bin Captain Fairway. Und heute entdecken wir gemeinsam unsere neue Ausrüstung zum Bojenlegen. Hallo, Captain! Das klingt spannend! Kannst du uns erzählen, was du dafür alles brauchst? Nicht so hastig, mein Junge. Zuerst musst du ja wissen, was Bojen überhaupt sind. Es handelt sich sozusagen um Leitpfosten, die als Markierungen im Wasser dienen. Das heißt, sie zeigen den Schiffen auf der Donau, wo man sicher fahren kann, ohne auf Grund zu laufen. Und das können die Dinger mittlerweile sogar elektronisch. Ah, verstehe. Und wie wird jetzt eine Boje gesetzt? Gute Frage. Denn genau hier kommt unser Equipment ins Spiel. Das neue Schubschiff schiebt den unmotorisierten Bojenleger, auf dem sich ein Kran befindet. Damit können die tüchtigen Schiffsarbeiter die Bojen an der richtigen Stelle verankern. Und du meinst, die müssen auch gewartet werden? Klar. Die Wartung ist genauso wichtig wie das Setzen. Bojen sind Wind, Wetter und Wasser ständig ausgesetzt und müssen regelmäßig überprüft werden. Vor allem nach einem Hochwasser kann es nämlich gut vorkommen, dass eine Boje nicht mehr dort ist, wo sie ursprünglich platziert wurde. Dann rückt die Crew wieder mit Schubschiff und Bojenleger an und bringt die Bojen an den richtigen Ort zurück. Und so wissen alle Schiffe, wo sie fahren dürfen. Das klingt wirklich nach einer wichtigen Aufgabe für die Sicherheit auf dem Wasser. Vielen Dank, Captain, für diese interessanten Einblicke. Gern geschehen. Und denkt daran, wenn ihr das nächste Mal durch die Gewässer reist, haben die Schubschiffe und ihre Bojenleger eure Sicherheit gewährleistet.